Okay, wir haben es kurz nach zwei und damit begrüße ich Sie recht herzlich zu einem neuen Webinar der IBM Solution Academy. Unser heutiges Webinar trägt den Titel SAP Cloud Platform Portal Service und der Untertitel sagt schon, wir werden eine Portal-Seite erstellen. Dieses Webinar ist ein Level-2-Webinar oder ein fortgeschrittenes Webinar und das heißt, es empfiehlt sich, das Vorgänger-Webinar, wo ich einen Überblick über den Portal Service gegeben hatte, angeschaut zu haben, beziehungsweise werde ich auch am Anfang nochmal die Grundlagen kurz wiederholen, aber sollten Sie danach noch Fragen haben, ist es gut, vielleicht das, oder sollten Sie das Vorgängerwebinar auch nochmal dazu anschauen, da es einen breiteren Überblick gibt. Neben den Voraussetzungen, dass Sie das erste Webinar angeschaut haben sollten, ergibt sich die Frage, für wen das Webinar gemacht wurde. Und zwar, das Webinar ist relativ straightforward für alle Entwickler, die mit dem SAP Cloud Platform Portal Service Webseiten erstellen wollen. Wir haben in der Übersicht hatten wir gesagt, dass der Portal Service sich von den normalen Website-Erstellungsmöglichkeiten wie der Web-IDE abhebt. Und das werden wir auch in den Grundlagen nochmal besprechen, wieso. Was genau werden wir in dem Webinar machen? Das heutige Webinar ist eher technisch, das heißt, wir haben ein sehr, sehr recht umfangreiches Demo, wo wir einmal den gesamten Entwicklungsprozess des Portal Service durchgehen werden. Und den gesamten Entwicklungsprozess ist wichtig zu verstehen, da man nur so wirklich die Vorteile des Portal Service einmal hautnah miterleben kann. Wir werden auch auf Basis von sogenannten Accelerators, das sind Code-Stücke, die die SAP zur Verfügung stellt, werden wir eigene Widgets und Templates entwickeln. Und wir werden eine SAP Web 5 App in ein Widget konvertieren, um die SAP Web 5 Applikation in unserer HTML5 Webseite verwenden zu können. Ich möchte mich nochmal kurz vorstellen. Mein Name ist Oliver Schmidt. Ich bin im Team Digitalisierung und Innovation bei der IB Solution als Junior Consultant angestellt und habe mich in den letzten Monaten, in den letzten Monaten habe ich mich sehr mit dem Portal Services und anderen Services der SAP Cloud Plattform, wie sie ja jetzt heißt, beschäftigt. Und meine Schwergebiete sind, oder mein Hauptgebiete sind SAP Web 5 Entwicklung sowie HANA Modellierung. Wie bei jedem IB Academy Webinar haben Sie während der Präsentation die ganze Zeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen und diese Fragen werde ich dann am Ende des Webinars gesammelt beantworten. Kommen wir nun noch zur Agenda. Und im ersten Punkt der Agenda werden wir nochmal die Grundlagen wiederholen. Was ist der Portal Service überhaupt und was genau sind die Vorteile, die der Portal Service uns mitbringt gegenüber zur normalen Web-IDE, auf der Sie ja auch HTML5 Applikationen entwickeln können. Im zweiten Punkt werden wir uns den Workflow des Portal Service anschauen. Also genau wir werden uns den Lebenszyklus einer Portal Service Applikation von der angefangen bei der Konzeption bis zum Veröffentlichen durch den Administrator anschauen. In Strei werden wir einen Use Case definieren, der dann die Basis des Demos bildet. Und in Schritt 4 werden wir dann basierend auf dem Use Case die Widgets und Templates erstellen, die wir für diesen Use Case brauchen. Im letzten Schritt erstellen wir dann die Seite im Portal Admin Space und veröffentlichen diese. Fangen wir gleich mit der Wiederholung der Grundlagen an und nämlich mit der Frage, was genau kann man mit dem Portal Service machen? Der Portal Service bietet uns einerseits die Möglichkeit, den Grundstock der Fiori UX-Strategie von SAP zu erstellen, nämlich das Fiori Launchpad. Das Fiori Launchpad bietet Mitarbeitern, nachdem sich diese angemeldet haben, eine Übersicht über alle SAP Web 5 Applikationen, die der Mitarbeiter oder der Kunde nutzen darf. Und wichtig ist, dass diese Kacheloberfläche ist für jeden Nutzer, also jeder Nutzer sieht seine eigene Kacheloberfläche. Die Kacheloberfläche ist auf den Nutzer zugeschnitten, genauso wie die Applikationen, die sich hinter den Kacheln verbergen. Diese Applikationen sind genau in den Workflow des Nutzers angepasst, was einfach Effizienzsteigerungen mit sich bringen soll. Besonders ist auch noch, dass die Kacheln mit dem Nutzer kommunizieren können. Wenn man eine E-Mail hat, wird einem angezeigt, dass man 14 neue E-Mails hat. Und so wird auch nochmal der Workflow des Nutzers verbessert, da er immer nur in die App schaut, wenn auch seine Aufmerksamkeit gefordert ist.
Man kann aber mit dem Portal-Service noch eine zweite Art von Website erstellen. Und um die wird es in diesem heutigen Webinar gehen, und das sind die Freestyle-Seiten. Freestyle-Sites sind an sich einfach ganz normale HTML5-Seiten. Zum Beispiel für Unternehmen kann es eine Unternehmenswebseite sein, die das Unternehmen, damit das Unternehmen sich der Öffentlichkeit vorstellen kann, aber vielleicht auch interne Webseiten, damit Mitarbeiter Informationen sich über das Unternehmen beschaffen können. Das Besondere am Portal Service ist, dass der Portal Service funktioniert nach einem sogenannten Baukastenprinzip. Das heißt, die Seiten werden nicht von Grund auf programmiert, sondern man benutzt vorgefertigte Module und kann diese vorgefertigten Module customisieren und dann so anordnen, wie man möchte, dass man die Website aus einzelnen Versatzstücken implementiert und so auch die Möglichkeit hat, einzelne Bausteine immer wieder zu verwenden, was das Ganze sehr effizient gestaltet. Um noch genauer zu verstehen, wie das Ganze funktioniert, schauen wir uns mal die beiden Rollen an, die es im Portal Service gibt. Da gibt es einerseits den Entwickler und einerseits den Administrator. Der Entwickler arbeitet nur indirekt mit dem Portal Service. Sollte dem Administrator ein Widget fehlen, also SAP stellt verschiedene Widgets oder Templates zur Verfügung, aber sollte man ausgefallene Wünsche haben, so ist der Entwickler dazu da, diese Wünsche in der SAP Web IDE zu realisieren und später zu deployen. Der Entwickler kann einerseits Page-Templates erstellen. Wir werden gleich nochmal wiederholen, was der Unterschied zwischen einzelnen Page-Templates ist. Aber er kann diese definieren und kann so dem Administrator Arbeit abnehmen, beziehungsweise mit den Page-Templates auch definieren, wie das ungefähre Layout der Seite sein soll. Er kann also Page-Templates, Site-Templates und Widgets erstellen und unter anderem SAP UI5-Applikationen zu Widgets konvertieren. Sobald er dies gemacht hat, kann er diese in die SAP Cloud-Plattform deployen und der Administrator kriegt dadurch Zugriff auf diese Applikationen. Der Administrator ist das Herzstück des Portal Service und benutzt die Portal Service Admin Tools. In diesen Admin Tools erstellt er eine neue Seite, immer auf Basis von einem Page-Template, und befüllt dieses Page-Template einfach nur mit Modulen und kann so ohne eine einzige Zeile zu programmieren eine komplette Website erstellen. Nach dem Erstellen kann er sie auch noch konfigurieren und dann später veröffentlichen. Wie Sie jetzt schon mitbekommen haben, ist die Modularität das Herzstück des Portal Service und deswegen müssen wir nochmal gesondert auf den Aspekt der Modularität eingehen. Dazu schauen wir uns mal an, was ein Administrator sieht, wenn er eine neue Seite erstellt und auf einem Page-Template basiert. Er sieht einfach nur Platzhalter. Er sieht das grobe Layout der Seite. Das Layout soll 1, 2, 3 Widgets enthalten. Und diese Platzhalter definieren das Layout. Also wenn man jetzt drei Seiten auf diesem Page-Template definiert, dann hat es immer einen Header, es hat Content und die Seite hat unten einen Footer. Dadurch, einerseits schränkt man den Admin so ein, aber andererseits kann man über eine ganze Website ein gleichmäßiges Layout sicherstellen. Und deswegen sind die Page-Templates eigentlich das grundlegendste Template, das man im Portal Service verwendet. Aber schauen wir uns nochmal genauer an, welche Arten von Module es gibt. Und wir fangen an mit dem kleinsten Modul. Das kleinste Modul ist ein Widget. Das Widget ist zum Beispiel hier ein Footerbild. Ein Widget kann aber auch, wie man hier unten sieht, ein Text sein, ein HTML5-Text. Oder ein Widget kann auch einfach eine Liste aus Links sein oder auch ein YouTube-Video. SAP stellt ungefähr 20 verschiedene Widgets zur Verfügung, aber wir haben natürlich mit dem Entwickler als Person haben wir die Möglichkeit, selber eine Vielzahl an Widgets zu erstellen. Der Fantasie sind dabei auch keine Grenzen gesetzt. Gehen wir zum nächstgrößeren Modul, dem Page-Template. Wie wir gesehen haben, sieht das Page-Template so aus, wenn es mit Widgets befüllt wird. Und ohne Widgets ist es einfach nur das grobe Skelett einer Seite. Also wir haben wieder diese Platzhalter, in die später Widgets kommen. Sollten wir ein ausgefallenes Design für eine Seite wünschen, beziehungsweise für mehrere Seiten, empfiehlt es sich, ein neues Page-Template zu erstellen, was wir im Demo auch machen. Und der Administrator kann dann dieses neue Template mit Widgets befüllen. Kommen wir zum größten Modul. Das größte Modul ist das Site-Template. Das Site-Template ist ein Bündel aus verschiedenen Widgets, Page-Templates
und schon vordefinierten Sites. Mit dem Site-Template sollte der Administrator eine sehr umfangreiche Seite machen sollen oder machen müssen, können wir mit dem Site-Template dem Administrator verschiedene Page-Templates zur Verfügung stellen, also verschiedene Layouts. Und wir können ihm schon Seiten vordefinieren, beziehungsweise die Widgets, die er zu verwenden hat. Jetzt, wo wir nochmal wiederholt haben, was genau die Grundlagen des Portal-Service sind, gehen wir mal in den Workflow des Portal-Service. Der Workflow des Portal-Service sollte immer eingehalten werden, um sicherzustellen, dass wir wirklich die Effizienz, die der Portal-Service mit sich bringt, auch wirklich nutzen. Der Workflow besteht aus vier Phasen, die ich jetzt nacheinander einmal vorlese. Phase 1 ist die Konzeptions- und Entwurfsphase. Daraus folgt die Phase 2, die Modulierung. Phase 2 ist die Modularisierung. Phase 3 ist die Implementierung der einzelnen Module. Und Phase 4 ist das Zusammenfügen der Module durch den Administrator. Gehen wir nochmal einzeln durch die Phasen durch. Generell ist es so, wenn man eine Website erstellt, auch besonders bei umfangreichen Websites, folgt, bevor man eine Zeile programmiert oder bevor man überhaupt anfängt, über die Umsetzung zu denken, sammelt man erstmal alle Anforderungen, die diese Seite beinhalten soll. Also zum Beispiel für eine Unternehmenswebseite sollte es 2 bis 3 Seiten sein. Die erste Seite gibt alle Informationen über das Unternehmen. Die zweite Seite wird dann spezifischer über einzelne Aspekte des Unternehmens. Teil dieses Sammeln der Anforderungen ist oft auch schon das Erstellen von Wireframes bzw. Mockups. Wireframes und Mockups sind erste grobe Entwürfe für das Layout der Seite. Also mit Wireframes werden oft teilweise auf dem Papier gezeichnet. Es gibt aber auch, SAP stellt einige Software zur Verfügung, zum Beispiel SAP Build, mit dem man schon, bevor man sich über die Funktionalitäten Gedanken macht, erstmal das Design der Webseite grob definiert. Man kann es, wie gesagt, mit Stift und Papier auch machen, aber auch Paint oder mit PowerPoint. PowerPoint ist ein sehr gutes Tool, um diese Mockups zu erstellen. In Phase 2 nehmen wir diese Wireframes und Mockups und versuchen aus den verschiedenen Seiten, die definiert wurden, also da versuchen wir Module zu erkennen. Wenn wir sehen, dass drei Seiten auf demselben Layout basieren, wäre es eigentlich Verschwendung, in der Web-IDE dreimal dieselbe Seite zu bauen. Aber mit dem Portal-Service haben wir die Möglichkeit zu erkennen, wenn wir erkennen, dass es auf demselben Layout basiert, sagen wir im Portal-Service, dass wir ein Page-Template brauchen, der das Layout abbildet, und danach leiten wir die drei Webseiten oder die drei Pages einfach von dem Page-Template ab. Sobald wir die Module erkannt haben und definiert haben, welche Module und Widgets und Templates wir benötigen, gehen wir in Phase 3. Dort kommt der Entwickler zu tragen. Der Entwickler ist in der Web-ID und implementiert alle Templates und Widgets, die SAP noch nicht zur Verfügung stellt. Nachdem sie implementiert wurden, werden sie deployed und in Phase 4 dann im Portal Service Admin Space durch den Administrator zusammengeführt und die Seite später customisiert. Wenn uns jetzt der grobe Workflow klar ist, wollen wir das Ganze nicht bei der Theorie belassen, sondern wir spielen das Ganze in einem Beispiel durch. Dazu gehen wir in Punkt 3, habe ich einen Use Case definiert, der sehr gut die Vorteile des Portal Services zeigt. Und der Use Case lautet wie folgt. In unserem Use Case erstellen wir eine Webseite für das Unternehmen Webinar GmbH. Das Unternehmen Webinar GmbH möchte in der Webseite eine Page haben, wo die Firma generell vorgestellt wird, und eine Seite soll es geben, wo ein Überblick über die Leistungen des Unternehmens gezeigt werden. Also zum Beispiel die Webinare, die demnächst stattfinden werden, oder die Kurse, die man auf der Webinar GmbH buchen kann. Außerdem will die Webinar GmbH in der dritten Seite ihr Know-how zeigen und möchte eine SAP UI5-Applikation in die Webseite einbinden. Die werden wir uns später nochmal genau anschauen, aber es geht darum, dass man mit dem Portal Service, wie man mit dem Portal Service die SAP UI5-Applikation in die Portal-Seite einbinden kann. Unsere Kollegen waren schon sehr freundlich und haben für uns Mockups produziert. Also der erste Schritt des Workflows hat schon stattgefunden, und wir schauen uns diese Mockups mal an.
Die schauen sehr rudimentär aus, aber als Entwickler können wir rauslesen, dass jede Seite soll hier oben eine Navigationsleiste haben. Dann soll ein Header folgen. Wir befinden uns gerade hier in der ersten Webinar GmbH-Seite. Und dieser Header ist aber für jede Seite soll sie da sein. Dann soll es einen kurzen Infotext über das Unternehmen geben. Rechts soll ein YouTube-Video eingebunden werden, wo das Unternehmen sich selber vorstellt. Und unten haben wir, wie heutzutage typisch, Social-Media-Anbindung. Wenn wir uns das Mockup der zweiten Seite anschauen, sollen dort die Leistungen der Webinar GmbH angepriesen werden. Dazu gibt es wieder eine Navigationsleiste, wieder denselben Header, was sehr wichtig ist. Da sehen wir schon wieder, dass wir hier Modularisierungsmöglichkeiten haben. Und dann haben wir einen Infotext über die Leistungen, ein YouTube-Video über das letzte Webinar und unten soll eine Liste der Leistungen oder eine Liste der zukünftigen Webinare stehen. Wenn wir uns jetzt mal diese beiden Mockups gegenüberstellen, sehen wir schon, also wenn wir jetzt wissen, dass der Portal Service die Möglichkeit gibt, sehen wir, dass das Layout der beiden Seiten sehr ähnlich ist. Wir haben bei beiden Webseiten einen Header, der aus demselben Widget sogar besteht. Wir haben dann in der zweiten Reihe haben wir zwei Widgets nebeneinander. Einmal einen Text. Der Text ist natürlich unterschiedlich auf den Seiten, aber es ist wichtig zu erkennen, dass es beides ein Platzhalter ist, für den, wo später Text reinkommen soll. Und auf der rechten Seite haben wir immer ein YouTube-Video. Das soll natürlich auch immer anders sein. Zum Schluss sehen wir noch, dass unten haben wir wieder einen Platzhalter, wo in der linken Seite Social-Media-Anbindungen reinkommen und in der rechten Seite können wir ein Widget für die Liste mit den Webinaren einbinden. Jetzt haben wir den zweiten Schritt des Portal Service Workflow gemacht. Wir haben nämlich erkannt, dass wir Modularisierungsmöglichkeiten haben und wir haben erkannt, dass wir diese beiden Seiten von demselben Page-Template ableiten können. Wenn wir das jetzt erkannt haben, updaten wir den Use Case nochmal, nämlich darunter sagen wir sollen drei Pages erstellen, wovon zwei ein identisches Layout besitzen. Mit diesem Wissen erstellen wir jetzt die Widgets und Templates und dazu gehen wir in die Web-IDE. Aber damit wir nicht ganz von Null anfangen müssen, um unser Site-Template zu erstellen, stellt uns SAP einige Templates zur Verfügung. Das sind einerseits bestehende Templates in der Web-IDE, aber auch andererseits gibt es im offiziellen GitHub-Konto von SAP sogenannte Accelerators. Diese Accelerators schauen wir uns jetzt mal an. Und wir sind hier in der GitHub-Seite und sehen, wir haben neben Site-Templates haben wir Widgets und Plugins, die wir auch noch so in die Web-IDE laden können. Und wir sehen, hier gibt es zwei Site-Templates, einmal ein Marketing- und ein Parallax-Site-Template. Und wir entscheiden uns mal auf Basis des Marketing-Templates, unser eigenes Webinar-GmbH-Template zu erstellen. Um das Ganze in die Web-IDE zu laden, muss man das ganze Projekt als ZIP-Datei runterladen, entpacken und dann nur das Template, das man braucht, wieder zippen und kann es dann in die SAP Web-IDE laden. Hier befinde ich mich in die SAP Web-IDE und ich habe das Marketing-Site-Template schon importiert. Das funktioniert über Rechtsklick und Import from File System. Da ich jetzt schon etwas länger rede, tue ich die Seite nochmal neu laden. Da lade ich die Seite nochmal neu, da die Web-IDE oder da man automatisch abgemeldet wird nach 10 Minuten und das wenig sinnvoll ist. Bevor wir jetzt anfangen können, Site-Templates für den Portal-Service zu entwickeln, müssen wir noch das Portal-Service-Plugin aktivieren. Dazu gehen wir hier auf Preferences, auf Plugins und wir wählen hier Cloud Portal aus. Wenn wir hier das Cloud-Plattform Portal-Plugin aktiviert haben, können wir jetzt anfangen, mit den Site-Templates zu arbeiten. Das Marketing-Site-Template habe ich schon entpackt und deployed. Und wir können jetzt einfach auf Basis dieses Templates ein neues Template erstellen. Dazu drücken wir Rechtsklick, gehen auf New, gehen auf Project from Template und als Category soll es ein Cloud Platform Portal Template werden. Wir wollen ein Site-Template erstellen, das wird uns hier schon angeboten. Wir drücken auf Next und ich nenne das Projekt Webinar Site Template. Nachdem wir auf Next drücken,
müssen wir noch unseren Provider-Account selecten und haben hier die Möglichkeit, verschiedene Site-Templates auszuwählen. Wir haben hier unten das Marketing-Site-Template und wir wählen es aus und drücken auf Next. Diesem Site-Template müssen wir jetzt noch einen Namen geben, damit wir es später besser finden, und ich nenne es auch wieder Webinar-Site-Template. Wenn wir auf Next drücken, passiert jetzt im Hintergrund Folgendes. Die SAP Web IDE klont das gesamte Marketing-Template-Projekt und muss in jeder Datei den Namespace umschreiben, da sonst die beiden Projekte nicht miteinander vertragen würden. Das kann ein bisschen dauern, aber nach ein paar Sekunden sollte das ganze Projekt geklont sein und wir können das Projekt nach unseren Wünschen anpassen. Bevor wir das Projekt anpassen, werden wir uns aber das Template an sich nochmal anschauen und sehen, dass SAP einige sehr gute Templates zur Verfügung stellt und das auch die beste Ressource ist, um mehr über diesen Template, um mehr über den Portal Service zu lernen. Das Projekt wurde jetzt geklont, wir müssen auf Finish drücken und dann können wir schon auf das Projekt zugreifen. Bevor ich Ihnen den Inhalt der einzelnen Dateien und Ordner erkläre, schauen wir uns das Ganze doch einfach mal an. Dazu klicken wir auf Run. Wir müssen eine neue Run-Configuration erstellen und sagen, wir wollen wir wollen das Site-Template previewen. Wir klicken auf Save and Run und sehen, dass das Site-Template schon recht sophisticated ist. Das heißt, es ist schon sehr viel für den Administrator vorprogrammiert und wir haben eigentlich schon eine recht schöne Site. Vier Pages wurden für uns hier definiert. Wir haben vier Pages, die jeweils wieder verschiedene Header haben. Und wir sehen auch schon, die haben alle auch schon wieder einen sehr gleichen Layout. Also das Projekt hat zwei Page-Templates und wir sehen, dass es hier ein Page-Template mit drei Platzhaltern gibt für Social Media, für das und für das. Und es gibt auch eins mit nur zwei Templates. Das Ganze schauen wir uns aber in der Web-IDE nochmal genauer an. Wir haben hier das Webinar-Site-Template und da haben wir einen Ordner namens Assets. Der Ordner Assets enthält alle Bilder, die in einem Projekt verwendet werden, und im Ordner Markup enthält es alle HTML-Dateien, die in dem Projekt verwendet werden. Also alle diese Texte sind hier schon fest in dem Projekt mit drin. Weiter gehen wir zu Pages. Dort sind die vier Pages, die wir hier sehen, definiert. Unter anderem hier die Marketing-Seite. Und wir sehen hier eine ID, also den Namen der Seite, und eine Base-ID, also das Page-Template, auf dem diese Seite definiert. Die URL zeigt hier auf Page-Templates und Header-Footer. Und wir schauen uns hier im Ordner Page-Templates mal genauer Header-Footer an. Und wir sehen, dass dieses Template wird hier in der View.xml-Datei definiert. Wenn wir uns weiter anschauen, wenn wir uns in die Datei mal reinschauen, sehen wir, dass dieses Template drei Platzhalter hat. Diese Platzhalter werden durch diesen Control Section definiert. Und wir haben 1, 2, 3 Platzhalter für diese Seite. Der andere Page-Template hat nur zwei Sections, deswegen werden wir dieses Template für unsere SAP UI5 App verwenden und dieses Template werden wir so gestalten, dass wir unsere Vorgaben, die wir durch die Mockups erhalten haben, auch anpassen werden. Wir hatten ja gesehen, dass das Template, das wir brauchen, braucht nicht drei Reihen an Platzhaltern, sondern einen Header-Platzhalter. In der Mitte braucht es zwei Platzhalter nebeneinander und unten braucht es einen Footer-Platzhalter und ich paste mal den Code rein, den wir brauchen. Das Ganze sieht ein bisschen komplizierter aus, ist aber nichts anderes, als dass wir hier auch einen Header haben. Dann haben wir ein Grid. In dem Grid definieren wir zwei Vertical Layouts mit wiederum einem Widget-Placeholder, sodass diese beiden nebeneinander stehen. Und wir haben hier unten auch nochmal einen als dritte Reihe nochmal ein Platzhalter. Wenn wir das ganze Projekt jetzt speichern, wollen wir natürlich neue Pages definieren, auf diesem Page-Template basieren. Dazu löschen wir einfach mal alle Pages, die definiert waren, und erstellen selber neue Pages. Wir könnten den
Code einfach copy und pasten, aber wir benutzen den Wizard dazu, den SAP uns zur Verfügung stellt und gehen auf Neue und Pages. Hier können wir das Page-Template auswählen, das wir gerade definiert haben und welche Pages wir definieren wollen. Wir haben einerseits wollen wir die Übersichtsseite der Webinar GmbH definieren und wir wollen die Leistungen, die diese anbietet, in einer eigenen Seite darstellen. Ich drücke auf Next und Finish und diese Pages werden für uns schon definiert. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen wollen, muss ich nur kurz die erste Seite hier als Home definieren. Das mache ich, indem ich im Inbounds Property noch ein weiteres Inbound Property anhänge und mit dem Semantic Object Home. Und wenn wir unser Projekt jetzt nochmal ausführen, erst muss man die speichern. Wenn wir unser Projekt nochmal ausführen, sehen wir, wie sich das Projekt verändert hat. Wir lassen es wieder als Previewen wieder das Template und sehen, dass unser Page-Template jetzt sich verändert hat. Wir haben hier einen Bereich, wir haben hier unsere zwei Templates. In dem rechten kommt das YouTube-Video rein, in dem linken kommt der Text und wir haben hier unten einen Bereich. Das nächste, was wir machen wollen, ist den Header in die Seite schon fest einzufügen. Wir wollen dem Administrator Arbeit abnehmen und den Header, also das Bild und das Bild und den Text Webinar GmbH wollen wir einfach schon fest in dieses Template integrieren oder in diese Page integrieren. Dazu müssen wir ein neues Property aufmachen. Also das SAP.app Property definiert die Page an sich. Und wenn wir hier mit einem Komma noch ein weiteres Property einfügen, das ist recht komplex, und dann auch nochmal Beautify andrücken, sehen wir, dass wir hier ein SAP Cloud Portal Property definiert haben. Ich werde den ganzen Code jetzt nochmal durchsprechen, da man es nur so versteht, und danach werden wir uns das Ergebnis anschauen. Was der Code jetzt unten macht, ist, er definiert eine sogenannte Section. Diese Section ist am Ort header-footer.header und diese Section wurde im Template definiert. Das Template hat einen Footer, der mit dem Alias header-footer.header. Wir definieren, dass in diesem header-footer.header ein Widget sein soll. Hier. Und das Widget hat den Alias marketing.header-rti. Das Ganze wird weiter unten definiert, aber wichtig ist noch, dass wir der ganzen Section ein Hintergrundbild geben. Das Hintergrundbild wird hier unter Assets definiert und hat eine relative URL. Die relative URL geht in den Assets-Ordner in Image und Design.jpg. Wir haben hier in unserem Projekt auch einen Asset-Ordner, einen Image-Ordner und dort schon recht viele Bilder, die wir jetzt alle aber nicht mehr brauchen. Übersichtlichkeit halber, die lösche ich alle und ich importiere das Bild, das wir für unseren Header haben möchten. Jetzt nehme ich hier das Design.jpg-Bild und lade es in die Web-IDE. Das kann hier nicht angezeigt werden, aber wenn Binary Data dasteht, hat das funktioniert. Kommen wir dazu, wie das Widget definiert wurde. Wir hatten oben gesagt, dass das Widget den Alias marketing.header-rti haben soll. Hier unter dem Property Notes wird das Widget definiert und es wird definiert als App und zeigt auf ein existierendes Widget. Das SAP stellt ein sogenanntes Rich Text Widget zur Verfügung, in dem man Text formatieren kann. Und dadurch, dass wir das mit diesem recht komplizierten Code reinladen, hat auch der Administrator noch die Möglichkeit, dieses Widget später zu manipulieren. Wichtig hierbei ist aber, dass dieses Widget HTML-Code reinlädt und dieser ist auch wieder im Asset-Ordner. Im Assets-Ordner unter Markup haben wir die Datei Marketing-Header-Headline.html, und dieser Code wird in das Widget geladen. Um es übersichtlicher zu machen, lösche ich alle Markup-HTML-Dateien, die wir nicht brauchen, wieder aus dem Projekt raus. Und ich ändere hier den Text in den Namen unseres Unternehmens. Das ist einfacher HTML-Code und dieser HTML-Code, den habe ich noch so angepasst, dass der Unternehmensname fett gedruckt wird und dass er
Genau, Font Weight ist bold und die Font Size ist 80 Pixel und der Text, der angezeigt wird, ist Webinar GmbH, also einfach der Name unseres Unternehmens. Wenn wir das Ganze jetzt speichern und unseren Site-Template wieder ausführen, sehen wir, was sich verändert hat. Der obere Platzhalter wird jetzt von einem Widget eingenommen, das ein Bild hat, sowie ein Text. Webinar GmbH. Da dies für all die drei Pages, die wir erstellt haben, gemacht werden muss, werde ich diesen Code auch noch in die beiden anderen oder in die andere Datei, nämlich die Leistungen-Datei, reinkopieren. Mit einem Komma. Und ich werde noch eine weitere Page erstellen für unsere SAP UI5-Applikation. Ich gehe auf New Pages. Dieses Mal brauchen wir ein Two-Section Page-Template. Und ich gebe ihm den Namen SAP UI5 App. Die Seite wurde kreiert und basiert auf dem Template Two Sections. Und auch hier möchte ich jetzt den Header einfügen. Wichtig zu beachten dabei ist, dass, wenn ich das Ganze beautifiere, auch wir hier wieder sagen, dass wir eine Section befüllen. Wenn wir in unseren Page-Template schauen, sehen wir, dass der obere Platzhalter den Alias toSections.header hat. Und auch hier in unserer Page-Datei müssen wir auch diesen Platzhalter befüllen, toSections.header. Der wird aber genau befüllt wie die anderen mit dem Rich Text, mit dem Rich Text HTML, mit der Rich Text HTML-Datei und dem Bild. Sobald wir das jetzt gemacht haben, können wir theoretisch noch in der cp.app.descriptor-Datei den Namen des Site-Templates anpassen, aber das passt und deswegen deployen wir das Ganze jetzt mal auf die SAP Cloud-Plattform. Das geht mit zwei Klicks, einfach deployen und dann wird das Ganze auf der SAP Cloud-Plattform ausgeführt. Kommen wir nun zum nächsten Punkt, den wir brauchen, nämlich wir haben eine bestehende SAP UI5-Applikation und wollen diese in ein Widget transformieren. Ich habe hier eine Twitter-Search-Applikation. Diese Applikation ist technisch an sich deswegen interessant, weil im Backend eine HANA-Anwendung läuft und diese HANA-Anwendung holt alle 20 Minuten die 1000 neuesten Tweets über SAP und gibt die Möglichkeit, über diese Tweets eine Full-Text-Search zu machen. Das heißt, wie in Google können wir diese Tweets durchsuchen und auch wenn wir uns verschreiben, wird trotzdem alles gefunden, was ähnlich ist. Zum Beispiel haben wir hier einen Tweet über Banks und wir können nach Banks suchen, finden nur den einen Tweet und wenn wir nach Banks suchen, kriegen wir natürlich den auch, aber wenn wir uns verschreiben bei Banks, kommt trotzdem derselbe Tweet. Auf jeden Fall, um diese SAP UI5-Applikation in ein Widget zu transformieren, müssen wir einfach nur zwei Klicks ausführen. Wir machen Rechtsklick auf die Applikation und sagen Convert to Portal Service Component. Dann wählen wir die Component.js-Datei des Projekts aus und geben dem Widget einen Namen. Ich nenne es mal Twitter Widget. Wenn wir jetzt auf OK drücken, war das alles, was wir tun mussten, um diese Applikation in ein Widget zu transformieren. Das Einzige, was wir noch machen müssen, ist deployen und dann hat der Administrator Zugriff auf diese SAP UI5-Applikation. Das ist sehr einfach und dadurch ist es auch sehr einfach, jede Art von SAP UI5-Applikation, also jede Funktionalität, die man sich überlegen kann, kann man so in seiner eigenen Unternehmenswebseite verwenden. Jetzt, wo wir die beiden Sachen deployed haben, schlüpfen wir aus der Rolle des Entwicklers und gehen in das Cloud-Plattform-Cockpit und wir schlüpfen in die Rolle des Administrators und gehen in den Portal-Service, um die Seite jetzt aus den einzelnen Komponenten erstellen zu können. Laut den Sicherheitsrichtlinien wird man nach 10 Minuten abgemeldet. Das funktioniert gut. Und wir müssen uns hier nochmal in die Cloud-Plattform anmelden. Wir gehen auf Services und sobald es lädt, heute ist die Plattform ein bisschen langsam, sehen wir dann die Services, die wir zur Verfügung gestellt bekommen von SAP.
Das dauert ein bisschen lange, deswegen gehe ich einfach auf den Link. Also wir klicken dann dort auch einfach nur auf einen Link und sehen dann die Startseite des Portal Service. In dem Portal Service an sich haben wir im Admin Space die Möglichkeit, uns alle Webseiten anzuschauen, die wir bis jetzt erstellt haben. Und wir haben die Möglichkeit, eine neue Webseite zu erstellen. Das geht ganz einfach, indem wir auf das Plus, neue Webseite anlegen, drücken. Und wir sehen schon, hier wurde schon unser Webinar-Site-Template, das wir gerade deployed haben, haben wir schon, es steht schon als Auswahlmöglichkeit zur Verfügung. Wir klicken auf das Template, das wir wählen wollen und geben der Seite einen Na Namen. Ich nenne sie mal Webinar GmbH. Wir legen die Seite an, basierend auf dem Site-Template, und wir werden jetzt unsere drei Pages, die wir definiert haben, werden wir schon sehen. Also der Administrator muss nicht programmieren, und ihm wurde auch durch den Entwickler wurden ihm schon drei Seiten vorgegeben. Das macht die Arbeit für ihn wieder sehr effizient, und er kann sich darauf konzentrieren, einfach nur die Page-Templates mit Content zu befüllen. Auch hier dauert es eine Zeit, da das ganze Projekt kopiert werden muss und ein eigener Namespace muss dem Projekt gegeben werden. Und wir sehen, hier haben wir schon, was wir definiert haben. Wir haben eine Leistungsseite, die einen Header hat. Wir haben eine Webinar GmbH-Seite, die auch einen Header hat. Und wir haben eine SAP UI5-Seite, die zwei Platzhalter hat und auch schon den Header. Und jetzt sehen wir zum ersten Mal, wie genau das mit dem Baukastenprinzip des Portal Service funktioniert. Wenn wir zum Beispiel in der Webinar GmbH-Seite hier ein YouTube-Video anfügen wollen, drücken wir einfach auf Plus. Und wir sehen hier die Widgets, die SAP uns zur Verfügung gestellt. Hier oben ist schon unser Twitter-Widget, das wir später verwenden werden. Und hier haben wir ein Video-Widget. Das Video-Widget ermöglicht es uns, YouTube-Videos anzubinden und dieses dann auch anzupassen. Wir können hier die URL des Videos definieren und auch die Größe. Ich mache das Ganze ein bisschen größer. Wenn wir jetzt hier unseren Site-Content einfügen wollen, gehen wir auch auf Content einfügen und wir wollen Text einfügen, also nehmen wir das HTML-Widget. Den Content des HTML-Widgets können wir einerseits in einem Asset-Repository speichern, damit wir ihn immer wieder verwenden können, oder wir können einfach HTML-Code in das Widget kopieren. Dazu gehen wir auf HTML-Code und ersetzen den Text und haben hier schon eine kurze Beschreibung über die Webinar GmbH. Laut den Mockups sollte auf der Übersichtsseite hier unten auch Social Media Anbindung sein. Wir klicken wieder auf das Plus. SAP hat uns schon ein Social Network Widget zur Verfügung gestellt und es wird auch wieder in die Seite geladen und wir können es auch nochmal anpassen. Wir können den Twitter-Account unseres Unternehmens anpassen, Facebook-Account können wir da unten einfügen, unseren YouTube-Account und wir haben noch mehrere Accounts, die wir einfügen können. Instagram, LinkedIn, Tumblr oder Google+. Gehen wir zur nächsten Seite, nämlich zur Leistungswebsite. Dort soll auf der rechten Seite auch wieder ein YouTube-Video sein. Also wir gehen wieder auf Neues Widget, Video-Widget. Und passen diesmal die URL des Widgets an, sodass es auf das neueste Webinar zeigt. Hier geben wir auch wieder eine andere Größe an und wir sehen, hier wird auf das neueste Webinar, auf das letzte Webinar der IB Solution Academy verwiesen. Dann wollen wir hier wieder einen kurzen Beschreibungstext haben. Wir nehmen ein HTML-Widget und passen dort auch wieder den Text an. Zum Schluss, oder nicht ganz zum Schluss, brauchen wir unten noch eine Liste, die über die zukünftigen Webinare oder Kurse der Webinar GmbH uns informiert. Und dazu benutzen wir das Listbuilder-Widget. Das Listbuilder-Widget bietet die Möglichkeit, dass man, wie der Name schon sagt, Listen bauen kann. Und ich überspringe jetzt den Teil, in dem ich den Content da rein kopiere, aber es läuft analog zum HTML-Widget, wo Sie Bilder für die Webinare oder Kurse reinladen können. Sie können mit dem Shift denn die Liste bearbeiten und den Text einfügen, Links einfügen und Bilder einfügen. Kommen wir zur letzten Seite, nämlich der SAP UI5 App. Das läuft auch wieder straightforward. Wir drücken Plus und können unser Twitter-Widget einfügen. Jetzt haben wir innerhalb von wenigen Minuten drei ganze Pages und eine ganze Site
gebaut. Und was jetzt noch fehlt, ist das Navigationsmenü. Das Navigationsmenü beinhaltet noch das alte Marketing-Site-Template, aber wir können es auch noch anpassen. Wenn wir aber auf Bearbeiten drücken, weisen wir dem Na einen Namen zu, den die Navigation, also den das Naviga der Navigationsbutton haben soll, und weisen dieser eine Seite zu. Dasselbe machen wir für die Leistungen. Leistungen, und es geht auf die Leistungsseite. Und wir machen das Ganze auch für die SAP UI5 App und nennen den Menüpunkt Twitter App. Den letzten Menüpunkt können wir löschen. Und wenn wir sichern, haben wir jetzt auch das Navigationsmenü definiert. Wichtig zu überlegen auch noch ist, dass der Administrator ist nicht auf die vorgefertigten Pages beschränkt. Er kann hier auf Plus drücken, neue Seite, und kann so viele Seiten basierend auf den Page-Templates, die wir ihm gegeben haben, weitere Seiten erstellen. Und diese mit Widgets, mit allen Widgets, die er möchte, kann er sie selber befüllen. Und so haben wir auch eine sehr gute Erweiterbarkeit dieses Site-Templates. Und so kann unsere Unternehmenswebseite Stück für Stück erweitert werden. In den Einstellungen kann der Administrator auch noch mehrere Punkte festlegen. Wären wir jetzt nicht im Trial-Account, könnten wir auch eine eigene Website-URL festlegen, zum Beispiel www.webinar-gmbh.de, sodass wir nicht auf die Fiori Launchpad oder auf die Portal Service URL angewiesen sind. Wir können die SAP UI5 Version festlegen, können eigene Website-Eigenschaften definieren, Zusatzinformationen geben, haben aber auch Möglichkeiten wie eine SAP Jam-Integration in die Website, und wir haben auch die Möglichkeit, festzulegen, wer auf die Webseite zugreifen kann. Wir können also Teile der Webseite machen, die nur für bestimmte Nutzer zugänglich sind und die hinter einem Login verborgen sind, und das wird alles über den Portal Service geregelt. Dann haben wir auch noch verschiedene Tools, die ich im letzten Webinar schon erklärt habe, nämlich den UI Theme Designer. Wir können das gesamte Theme der Webseite anpassen. Wir können Übersetzungen für die Webseite herstellen, also mit derselben Seite auch eine englische und eine französische Übersetzung zur Verfügung stellen. Und wir haben das Digital Asset Management, wo wir verwalten, welche Module wir verwenden. Oder wir können ein Bild hochladen und das Bild immer wieder verwenden. Das war's für das Demo. Und mit dem Demo wurde sehr gut dargestellt, was der Vorteil des Portal Service ist, nämlich die unglaubliche Modularisierbarkeit und Effizienz, die man mit guter Planung bei der Erstellung einer Website generieren kann. Erstellen der Seite im Portal Admin Space haben wir auch gemacht. Und jetzt kommen wir zur Zusammenfassung. Wir haben heute gelernt, dass man durch den modularisierten Workflow des Portal Service sehr, sehr effizient eine Website bauen kann, ob Unternehmenswebsite oder aber auch Website oder eine Website für eigene Mitarbeiter. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, und wir haben, wenn wir uns dem Workflow anpassen, können wir sehr effizient Seiten erstellen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, durch SAP UI5-Applikationen, die Sie als Widgets definieren können, sehr gut Ihre Unternehmenswebseite persönlich zu gestalten und auch Funktionalitäten einzubauen, die Sie normal mit HTML5 gar nicht haben. Dann kommen wir zur letzten Folie. Wir sind jetzt am Ende des Webinars, und jetzt haben Sie auch schon mal Möglichkeiten, wenn Sie Fragen haben, diese in den Chat zu schreiben. Ich werde dann, nachdem ich die Seite erklärt habe, auf die Fragen gesondert eingehen. Ich bedanke mich schon mal ich bedanke mich schon mal für Ihre Aufmerksamkeit, und wie immer finden Sie ab morgen dieses Webinar zusammen mit den Folien unter academy.ibsolution.de. Dort finden Sie auch alle bisherigen Webinare und können sich für zukünftige Webinare auch anmelden. Da habe ich auch einen Tipp für Sie. Unser nächstes Webinar ist am 16. März, also am Donnerstag, und geht über Mitarbeiterprozesse und IT-Security auf Knopfdruck. Dann sind wir jetzt am Ende und haben die Möglichkeit für Fragen.
Ich hoffe, das Webinar war verständlich und ich glaube, das war es auch, da bis jetzt noch keine Fragen sind. Sollten Sie Fragen haben, haben Sie am Anfang meine E-Mail-Adresse gesehen, Oliver Schmidt, oliver.schmidt@ibsolution.de. Und sollten Ihnen Fragen einfallen, beziehungsweise wenn Sie ein Projekt mit dem Portal Service machen wollen und Unterstützung brauchen, stehen wir Ihnen natürlich mit Rat und Tat zur Seite und Sie können uns unter dieser E-Mail-Adresse erreichen. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich Sie beim nächsten Webinar wieder begrüßen kann. Vielen Dank.